Heute soll es sich um die Bearbeitung eines Alpha-Oberflächenvideos drehen. Ich öffne das Video hier mal mit Autostuckert. Hier ist es. Und wir sehen hier auf dem Bild allerlei H-Alpha-Detail. Aufgenommen wurde das mit einem 70mm PST Mod, also dem sogenannten Sunlux 2. Also ein Lidl Scope mit angesetzten PST, hat also eine Brennweite von 700 mm. Wir können durch das Video hindurchgehen, indem wir hier an diesem Regler uns durch das Video hindurch robben. Und wir sehen, naja, das Ceiling ist erkennbar und wir sehen aber eine ganze Masse Detail um diesen Sonnenfleck herum, ein paar Filamente. Auch hier einige sehr schöne aktive Regionen und so weiter. So, es gibt in dem neuen Autostuckert, das ist das Autostuckert 23021, das ist die Beta-Version, die man also nicht von der normalen Homepage bekommt, sondern von Emil Kreinkamps anderer Seite. Dort gibt es ein paar interessante neue Möglichkeiten der Kalibrierung von Bildern. Und zwar kann Autostuckert hier auch Flatfields und Darks verwenden. Darks finde ich jetzt nicht so spannend, aber Flatfields finde ich sehr interessant. Ich kann hier zum Beispiel ein Masterflat laden und ich nehme mir dieses hier. Da steht, das ist das PST-Flat, was ich gemacht habe. Und wir sehen, das Bild verändert sich ein bisschen. Und was man dann erkennt, ist, dass die Helligkeitsverteilung etwas gleichmäßiger geworden ist und auch solche Sachen wie Staubkörner auf dem Chip und so weiter werden herausgerechnet. Herstellen kann man auch mit diesem Autostuckert die Flats selber. Man muss das Video, wo das Flat drauf ist, nur laden und dann drückt man auf Create Master Frame und kann dann eine solche Flat-Datei als TIFF, ein Flat-Summenbild, ein Master-Flat auf diese Art und Weise erzeugen. Herstellen tue ich die Flats, indem ich mit meinem Sonnenteleskop die Mitte der Sonne anziele. Dann sehe ich sowieso nur einen Ausschnitt der Sonne, einen relativ kleinen Ausschnitt der Sonne bei 700 mm Brennweite und dann so weit defokussiere, dass man keinerlei Details mehr erkennt und das gibt eigentlich ein relativ gut verwendbares Flat. Jedenfalls werden meine Sonnenbilder, seit ich ein Flat benutze, wesentlich besser. Das ist also eine Sache, die man machen kann, nicht machen muss. Es geht natürlich auch ohne, wenn man keine Flats hat, aber macht das Leben etwas mehr Spaß. Gut. Das mal so als Hinweis. Gehen wir einmal durch Autostuckert durch. Autostuckert geht ja immer so, dass wir das Bild erstmal öffnen. Das haben wir getan, das Video geöffnet. Dann wird das Video analysiert und dann wird zum Schluss gestackt. Vorher muss man übrigens auch noch eine Sache machen, nämlich hier auf Surface stellen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. So, wenn man Surface benutzt, dann ist der erste Schritt immer, dass das Bild, das Video zunächst mal stabilisiert wird, also wenn sich das Bild so ein bisschen bewegt während meines Videos, wird eben das Video dann eben rezentriert. Dazu kann man hier diesen Image Stabilization Anchor benutzen, das ist im Prinzip nur ein Ausrichtungsfeld zur Vorzentrierung des Videos. Den kann man verschieben, ich kann den also hier im Feld verschieben, indem ich Control und linken Mausklick benutze, also Steuerungstaste drücken, linken Mausklick durchführen und dann habe ich diesen Anker hier in die Mitte gesetzt. Ich kann damit natürlich auch diesen schönen großen Sonnenfleck anzielen. Ich kann auch die Größe des Ausrichtungsgebiets beeinflussen, indem ich die Zifferntasten der Tastatur benutze. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf die 1 klicke, oder hau mit meinem Finger, dann bekomme ich ein winziges kleines Ausrichtungsfeld, was man hier sieht. 2 ist es schon ein bisschen größer, 3 ist es noch größer, 4, 5, 6, 7. Ja? Ich gehe mal auf 4 und dann finde ich, habe ich eigentlich auch schon eine schöne, markante Stelle in meinem Bild gefunden. Jetzt kann ich aber genug der Vorrede endlich mal auf Analyze klicken. Und dann wird das Bild eben analysiert. Dass das Video relativ kurz ist, geht das relativ flott. Wir sehen dann,
dass das Video sortiert wurde nach Qualität. Wir haben hier jetzt die besten Bilder und hier die schlechtesten. Man sieht auch einen deutlichen Unterschied. Also hat das wohl funktioniert. Ich kann jetzt hier die Verwendungsrate, die ich gerne haben möchte, eingeben. Ich setze das hier mal zurück. Gut, wir haben jetzt hier mal 25% Verwendungsrate eingegeben. So, jetzt können wir immer noch nicht auf Stack drücken, weil wir noch keine Ausrichtungspunkte gesetzt haben. Das geht, indem wir hier Place Alignment Points in Grid anklicken. Man muss vorher hier auf jeden Fall, das ist ja ganz wichtig, Draw Alignment Points angeklickt haben, sonst werden die nicht angezeigt. Zwar werden die dann generiert, aber nicht angezeigt. Und auf jeden Fall hier auf Replace drücken, insbesondere wenn ich hier mit den Einstellungen herum experimentiere. Die Größe der Ausrichtungsgebiete in Pixeln kann ich hier einstellen. Das wäre jetzt also ein sehr kleines Ausrichtungsgebiet. Wenn ich da drauf drücke, kriege ich eben sehr, sehr kleine Ausrichtungsgebiete mit 25 Pixel. Kantenlänge, das ist viel zu klein. Das wären jetzt hier 100, das ist eigentlich schon ein bisschen geeigneter. Und ich würde mal sagen, das wäre ein ganz vernünftiges Ausrichtungsgebiet. So könnte man es ungefähr machen. Gut, wenn das soweit funktioniert, kann man tatsächlich jetzt hier auf Stack drücken. Wir sollten uns aber vielleicht mal nochmal beschäftigen mit den Einstellungen, die wir hier haben. Also hier wurde die Verwendungsrate eingestellt. Dieser Haken hier, Sharpened, bedeutet, dass eben ein geschärftes Bild erzeugt wird. Das wird zusätzlich zu dem Summenbild erzeugt. Also es wird ein ganz normales, ungeschärftes Summenbild erzeugt. Aber eben man kann zusätzlich ein geschärftes Bild zusätzlich erzeugen. Man kann das ungeschärfte Bild hineinmischen mit für was weiß ich 50% oder 30%, um den Effekt etwas abzumildern. Ich stelle das hier meistens auf 0, weil diese geschärften Bilder für mich eigentlich nicht dazu da sind, dass ich die wirklich als endgültiges Bild benutze, sondern um mir die Bilder anzugucken. Wenn ich sehr viele Bilder habe, kann ich die besseren daran ganz gut erkennen, weil ich schon mal so eine Idee habe, was rauskommen könnte. Natürlich werden die ungeschärften Bilder nochmal in Ruhe mit Registax oder Photoshop oder ähnlichem geschärft, das ist klar. Dann gibt es hier Save in Folders. Wenn ich hier mehrere verschiedene Verwendungsraten eingegeben habe, wird für jede ein Unterverzeichnis erzeugt und die Resultate dort hineingegeben. Save in Folders ist für mich, klicke ich das immer an, weil ich dann ein bisschen mehr Ordnung bekomme. Gut. Jetzt gibt es noch eine Sache. Hier unten gibt es noch HQ-Refine. HQ-Refine werde ich normalerweise setzen. Das heißt, da wird also noch eine etwas verbesserte Addiertechnik benutzt, die etwas mehr Zeit frisst. Aber man kann das also durchaus anklicken, weil so dieses Autostackert auch mit HQ-Refine sehr, sehr schnell ist. Also man hat eigentlich keine Vorteile, sondern nur Nachteile, wenn man diesen Haken wegnimmt. Dann ist eine Sache noch wichtig, das ist das Drizzlen. Drizzeln bedeutet, dass das Bild etwas größer gerechnet wird und auf die Art und Weise mit einer bestimmten Addiertechnik versucht, etwas mehr Bildschärfe zu erzielen. Und das hat nur dann Sinn, wenn man eine etwas zu kleine Brennweite benutzt. Also dazu nochmal so der Hinweis: Wenn ich eine DMK benutze oder eine Webcam, dann ist ja ungefähr F20 das Öffnungsverhältnis, was ich erreichen muss, um wirklich beugungsbegrenzt die Details darstellen zu können. Habe ich jetzt ein PST mit F10, dann ist natürlich die Brennweite sehr viel kleiner. Und wenn ich jetzt keine Barlinse im System habe oder ähnliches, dann macht es Sinn, dieses Drizzle zu benutzen, weil man eigentlich eine zu kleine Brennweite benutzt hat bei der Aufnahme. Für solche Aufnahmen lohnt es sich hier, das Drizzle auf 1,5-fach zu setzen. Dreifach ist eigentlich grundsätzlich übertrieben, das bringt nicht viel. Ich selber habe zwar eine Barlinse, aber die macht mir nur eine Vergrößerung der Brennweite um ungefähr 1,5-fach, also bin ich dann bei F15. Ich bin also noch immer unter den F20. Das hängt aber auch ein bisschen von der Pixelgröße meiner Kamera ab. Wenn ich so eine ASI-Kamera habe oder so eine, diese neue ALC CD5L2 oder wie die heißt, die haben sehr viel kleinere Pixel, da kommt man mit F15 schon sehr gut hin, oder F13 eigentlich ist man da schon da mit dabei. Das heißt, da würde man das Drizzle grundsätzlich auf Off stellen. Hier
in meinem Fall würde ich sagen, kann ich das, werde das Drizzeln also anschalten. Gut, das dazu. Jetzt können wir also ohne weiteres mal auf Stack klicken und dann sollte das Bild gestackt werden. Was passiert jetzt hier, wie wir deutlich sehen? Geht relativ flott, das Video ist aber ja auch nur relativ kurz. Und der ist fertig. Jetzt können wir uns einmal die Resultate angucken. Wir haben hier unsere beiden Videos. Hier sind ein paar Unterverzeichnisse aus vorigen Versuchen von mir drin. Die sind AS heißt immer Auto-Stackert, P heißt immer Prozent und 25 ist jetzt also 25%. Ich habe hier aus vorigen Versuchen noch P12, da war also 12% Verwendungsrate, 35% Verwendungsrate, 55% Verwendungsrate. Ich klicke jetzt einmal hier auf unser Resultat hier von 25%. Dann sehen wir hier zwei verschiedene Dateien, die angelegt worden sind. Das eine ist die geschärfte Datei, das ist diese hier, die zeichnet sich dadurch aus, dass hier CONV, also Conf, dahinter steht. Das bedeutet, dass das Bild geschärft wurde, allerdings so 0815-mäßig von Autostacker, das kann man nicht groß beeinflussen. Das hier ist erstmal das ungeschärfte Bild, jawohl, man sieht die Sonne mit allerlei Details. Jetzt gucken wir uns mal das geschärfte Bild an, jawohl, das sieht doch ganz nett aus. Es rauscht ein bisschen. Gut, ja, es lohnt sich eben, diese Sachen nochmal gründlich nachzuschärfen. Aber so sieht dann ein Resultat aus. Man sieht eine ganze Menge Detail hier in diesem Sonnenfleck. Man sieht hier Spikulen am Rand. Das sieht doch ganz vernünftig aus. Es rauscht ein bisschen. Aber gut, wenn man das jetzt mit Registex sorgfältig schärft, dann kriegt man daraus ein gutes Bild hin. Das kann man dem dann schon mal entnehmen. Gut. Das war die ungefähre Durchführung eines Stacks eines Sonnenbildes mit Autostackert. Ich hoffe, das ist einigermaßen erhellend und ihr könnt das gut nachvollziehen.